Hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Ja, wir sind im Garcias richtig gut auf der Spur und haben uns doch hier mit, Lago, seinem Bruder, unterhalten, wollte ich sagen. Mir ist der Name schon gar nicht mehr eingefallen. Und ja, wir wollen doch auf jeden Fall mal eben kurz die Waren begutachten. Mal gucken, was hat der gute Kerl denn dabei? Ein Piratensäbel, 40 bis 60, ja, ein Rapier, Kaperschwert. Obwohl da gar nicht so schlecht ist, 35 bis 80, aber 1600 Gold. Wir haben immerhin wieder 1400 Gold. Ein Duelldegen mit Stichwaffenschaden. Nichts Besonderes, außer das hier, eine Schnupftabakdose. Diebeskunst plus 10, ich glaub's nicht, die brauchen wir. Und eine Karte mit 200 Gold. Ja, was nehmen wir jetzt als erstes mit? Auf jeden Fall die Karte, definitiv. So, und jetzt brauchen wir 800 Gold, verkaufen. Also, die wollen wir doch haben. Ring der Gier, Diebeskunst, Silberzunge. Wir haben ja... Okay, Silberzunge plus 5. Ich weiß nicht, ob wir so einen Ring mal aufheben sollten. Aber eigentlich hilft uns das eh nicht weiter. Wenn der Dialog kommt mit der Silberzunge, dann sollten wir den Ring so und so schon tragen. Tja, das heißt, wir werden auf jeden Fall mal die Sachen verkaufen. So. Habe ich mich jetzt einfach mal dazu entschlossen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, aber wir brauchen jetzt das Geld. So, du kommst auch weg. Damit haben wir 2100 Gold. Kaufen. So, Schnupftabakdose. Haha, perfekt. Sehr schön. Da können wir eigentlich direkt mal weitermachen. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Krimskrams, was wir verkaufen können. Ja gut, Pistolen, Schwertrohlinge, die behalten wir erstmal alle. Natürlich behalten wir auch den Zucker. Der ist nämlich sehr wertvoll. Ich glaube, den kriegen wir nur in Takarigua. Ja, hier, die Schalen, die wir ja gefunden haben, die könnten auf jeden Fall auch schon mal weg. So, Baupläne und Co. behalten wir. Alles wie immer. 557 Gold. Sollte für den Anfang reichen. Und jetzt kommt das Interessante, wo ich nämlich mal nachgucken wollte. Wir haben echt Diebeskunst 100. Wahnsinn. Nicht schlecht. Mit dem Klingenring. Das ist schon verdammt gut. Silberzunge ist auf 82, also auch schon verdammt hoch. Dank des Handspiegels. Und gute Halbstiefel. Ja, ja. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ruhmpunkte haben wir. Und jetzt, Freunde, muss ich mich doch echt mal verbessern. Wir haben das letzte Mal ja das Ritualmesser gesucht, da wir ja eine Menge Trophäen haben möchten oder erbeuten können, dann halt von den Tieren. Und sagt dann noch, wir haben das nicht gefunden mit dem Tränkebrauen. Natürlich haben wir das gefunden. Das gibt es auch dort. Und das heißt einfach nur Alchemie. Da war ich einfach wohl mit den Gedanken woanders. Deswegen verzeiht und seid mir nicht böse, die Alchemie. Ich glaube, Hitako, irgendwie so jemand da. Die Schülerin auf jeden Fall im Shanganumbi-Dorf, die kann uns das beibringen. Und natürlich weiß ich nicht, wie viel Voodoo wir dafür brauchen. Wir könnten Voodoo jetzt sogar noch auf 3 erhöhen, aber ich glaube, wir warten jetzt erstmal. Auf jeden Fall, wir sparen die Ruhmpunkte an und gucken uns doch jetzt hier erstmal weiter um. Mal gucken, was wir hier noch finden. Vielleicht das ein oder andere Blümchen hier in der Ecke. Hier könnte ja eigentlich auch mal so eine tolle Kiste sein, wenn man sich da schon alles so anschaut. Ah, hier haben wir doch was. Wer sagt's denn? Eine Narrenkappe. Und ich meckere noch, ne? Super. Ah, es sieht ja schon richtig gut aus, ne? Wer ist das? Odysseus? Da ist wahrscheinlich der hohe Rat drin, wenn ich davon ausgehe. Mal gucken. Halt! Nur Mitglieder des Hohen Rates und deren Bedienstete haben Zutritt. Und du bist keins von beiden. Also verschwinde! Ich denke mal, das war eindeutig. Und wenn wir uns da nähern sollten, bekommen wir bestimmt auf die Mappe. Machen wir natürlich nicht. Jetzt laufen wir erstmal hier rein. Das ist wahrscheinlich das Hotel. Gehe ich davon aus? Wer bist du denn? Hallo, Lucia. Wie kann ich behilflich sein? Ja, Wer wohnt im Hotel? Ich habe den Schneidermeister Pantaleo aufgenommen. Er versucht hier seiner Arbeit nachzugehen. Außerdem ist noch die Silva zu Gast. Ein vielbeschäftigter Mann. Vielleicht stört ihr ihn besser nicht. Okay, keine Ahnung, wer die Leute sind, aber... Ich hatte Garcia mal in der Stadt. Ja, er hat ein Zimmer bei uns gemietet. Doch dann ist er urplötzlich abgereist. Er hat nicht mal seinen Zimmerschlüssel abgegeben, könnt ihr euch das vorstellen? Okay, haben wir nicht den Schlüssel vielleicht dann schon bei uns? Ich suche eine Unterkunft. Das lässt sich einrichten. Ich habe da noch ein freies Zimmer. Allerdings vermiete ich nur noch dauerhaft.
Ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Das sagt ihr jetzt. Aber eine Woche ist schnell vergangen. Andererseits, Garcia ist auch nicht lang geblieben. Gut, ich komme euch mit dem Preis entgegen. Ja, was nehmen wir denn hier? Ich will das Zimmer von Garcia. Ja, doch gerne. Ich will das Zimmer von Garcia. Warum? Es gibt noch ein freies Zimmer. Solange das nicht vermietet ist, werde ich sein Zimmer nicht freigeben. Immerhin hat er dafür bezahlt. Na super, das heißt, wir dürfen jetzt doppelt zahlen? Ich nehme das Zimmer. Die Treppe rauf und direkt rechts. Ich will das Zimmer von Garcia. Warum? Ihr habt doch schon ein Zimmer. Ach, Mensch. Mensch, Lucia. Wir möchten aber sehr, sehr gerne in dieses Zimmer rein. So, wessen Zimmer ist das denn hier? Ist das jetzt unser Zimmer? Nee, wir müssen die Treppe hoch. Und dann links oder rechts? Rechts? Hör schon fast gar nicht mehr zu. Wen haben wir denn hier? Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Das ist also der Schneiderer. Ich wollte mich nur mit dir unterhalten. Das sieht ja schlimm aus. Ich sehe schon, da müssen wir einiges richten. Und du bist, Willkommen. Ich bin Pantaleo, der Schneider von Caldera. Ja, okay. Ich will eine Perücke abholen, bitte. Was? Also erstmal einen unförmigen Beutel stehlen. Eine Perücke haben wir erhalten. Wofür brauchen wir eine Perücke? Habe ich etwas überlesen? Haben wir etwas wohl gelootet, was wir lesen hätten sollten? Was weißt du über Garcia? Der Pirat. Er hat sich ein Zimmer gemietet. Erst war ich deswegen etwas in Sorge. Aber er kam als Gast von Mauregato. Und Mauregato ist ein ehrenwerter Mann. Er gehört zu meinen besten Kunden. Wenn er einen Pirat in sein Haus einlädt, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Kann ich sonst etwas für euch tun? Ja, natürlich. Erzähl uns noch ein bisschen. Und das mit Garcia wage ich zu bezweifeln. Was kannst du mir anbieten? Such dir etwas Ausgefallenes? Bausch, Saum oder Spitze? Ah, sagt nichts. Ihr bevorzugt eher den robusten Stil, richtig? Nichtsdestotrotz, wenn ihr etwas seht, das euch gefällt, greift ruhig zu. Neue Rüstung klingt auf jeden Fall interessant. Wohnst du im Hotel? Ach ja, mein Geschäft befand sich auf dem Land. An einer Kreuzung, inmitten von Hügeln, im Schatten einer wundervollen Buche. Doch jetzt zerstört der Krieg das Land. Was blieb mir anderes übrig, als herzukommen? Bei Lucia fand ich eine neue Unterkunft. Ja, das tut mir auch leid für dich. Die ganze Welt tobt. Ich will eine Perücke abholen. Ah ja, habt ihr einen Abholschein? Natürlich. Die ist für Mauregato bestimmt. Genau, ich hol sie für ihn ab. Nee, ich weiß nicht. Was ist los? Ich hab den Schein. Ich hol die Perücke. Oder soll ich Mauregato ausrichten, dass ihr euch geweigert habt? Natürlich nicht. Tja, leider ist die Perücke unauffindbar. Ich weiß wirklich nicht. Was? Das wird Mauregato aber gar nicht gefallen. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Ich werde ihm natürlich eine neue anbieten. Na dann. Ach so, das ist, weil wir ihm wahrscheinlich gerade die Perücke, ja, entwendet haben. So, dann wollen wir aber doch direkt mal gucken. Ein edler Dreispitzer, hahaha. Ja, gut, er hat selber... Mal gucken, ob wir irgendwo ein bisschen mehr Rüstung herbekommen. Anscheinend nicht. Ein schwarzer Mantel und der sieht doch interessant aus. Da kommen wir endlich mal vom alten Wettermantel weg. Ein schwerer Stoffmantel, genauso gut, aber kein Einschüchtern drauf. Dann nehmen wir natürlich einen schwarzen Mantel. Endlich mal wieder ein bisschen Farbwechsel. Silberzunge und Stichwaffen. Aus edler Seide. Das ist wohl das, was auch hier der Kollege trägt. Das sieht sehr nett aus. Stoffmantel, ja, nicht so gut. Aber was haben wir hier? Eine schwarze Hose, einschüchtern. Haben wir dieselbe an, die weiße Hose mit Silberzunge. Auf jeden Fall gibt es hier ein paar Klamotten, die wir uns auf jeden Fall doch mal kaufen sollten, wenn wir dann das nötige Gold dafür haben. Ja, verkaufen müssen wir gar nicht, so viel haben wir nicht dabei. Aber schon mal gut zu wissen, dass wir hier neue Rüstung bekommen. Sehr schön. So, die Perücke haben wir auf jeden Fall schon mal dabei. Da bin ich so und so mal gespannt, was wir mit dieser Perücke wohl anstellen. Jetzt gucken wir uns natürlich mal ein bisschen um. Na, komm mal hier raus.
Jetzt sag mir ja bitte nicht, du verfolgst uns, oder? Müssen wir jetzt echt hier erstmal raus, damit du wieder in dein Zimmer gehst? Ja, Tatsache. Naja, wie dem auch sei. Sehr misstrauisch hier, die ganzen Leute. Oh, nein. Bitte tu mir nichts. Wie bitte tu mir nichts, Mensch? Sehen wir so gefährlich aus? Nur weil wir eine Augenklappe tragen. Kommst du jetzt auch hinterher? Ich hoffe doch nicht, oder? Natürlich, um Wiese hinter uns herschleicht. Eieiei. Tja, Fremde sind wohl nicht so willkommen hier. So, dann wollen wir doch auf jeden Fall mal nach oben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den Schlüssel schon haben für Garcias Zimmer. Mal gucken, was haben wir denn hier noch? Da ist noch eine Tür. Und das ist unser Zimmer? Oder ist hier jemand? Nee, scheint, als wäre es unser Zimmer. Aber hier befindet sich leider nichts drin, ne? Oho. Da sehe ich einen Voodoo-Menschen. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Okay, also brauchen wir einen Schlüssel von Garcia. Mach hier keine Dummheiten. Die Silver, ich doch nicht, auf keinen Fall. Hast du hier irgendwas rumliegen? Nö, dann unterhalten wir uns doch mal mit dir. Was machst du da? Was genau meinst du? Woher hast du diesen Altar? Er stammt von der Schwertküste. Dort gibt es einige Höhlen, in denen die Eingeborenen solche Altäre errichtet haben. Ich habe ihn hierher mitgebracht, um die Magie der Wilden zu erforschen. Normalerweise hätten sich die Magier darum gekümmert, aber nachdem der Hohe Rat sie aus Caldera verbannt hat, kümmern wir Gelehrten uns um die Sache. Ja, und die gute Magie vermisse ich ja auch ein bisschen, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Magie. Warum interessiert dich die Magie der Eingeborenen? Die Eingeborenen beten die Titanen als Götter an. Es ist möglich, dass sich in ihrem jahrtausendealten Wissen der Schlüssel für einen Sieg über die Titanen verbirgt. Okay. Was hast du herausgefunden? Ich weiß, dass es einen Zauber gibt, mit dem die Eingeborenen Gedanken kontrollieren können. Wahrscheinlich wenden die Titanenlords denselben Zauber an, um ihre Schergen zu kontrollieren. Wenn es mir gelingt, den Zauber zu verstehen, kann ich vielleicht eine Methode finden, ihn zu unterbinden. Interessant. Was brauchst du für deine Forschung? Ich bin immer an Zutaten für meine Experimente interessiert. Für eine entsprechende Summe Gold wäre ich auch bereit, einige meiner Sachen zu verkaufen. Ja, Forschung ist eben teuer. Ja, schon klar. Ich weiß, wie man Voodoo-Puppen herstellt, ja, das wissen wir. Aber... Warum wurden die Magier aus Caldera verbannt? Der Hohe Rat hat ihnen die Schuld an der Vernichtung des Alten Reiches gegeben. Inquisitor Mendoza und seine Männer haben auf Faranga den Titanenlord Ursegor befreit. Genau jener Ursegor, der jetzt im Kampf gegen Ismael den Norden verwüstet. Die Magier hätten das verhindern müssen, sagt jedenfalls Maurigato. Die Mehrheit im Hohen Rat ist dem gefolgt. Ja, und wir wissen es ja besser, denn wir waren selbst dabei. Das ist bestimmt nicht die Schuld der Magier. Aber wie dem so sei. Ich weiß, wie man Voodoo-Puppen herstellt. Dich schicken die Götter. Wenn du mir beibringst, was du weißt, werde ich die Ergebnisse meiner Forschung mit dir teilen. Ich habe herausgefunden, wie man Voodoo-Tränke herstellt. Dafür ist natürlich ein gewisses Verständnis der Voodoo-Magie vonnöten. Aber das ist dir ja klar. Ja, natürlich. Für 500 Gold teilen wir unser Wissen. Haha, was machen wir denn jetzt? Wir bräuchten eigentlich Gold und wir wissen ja, dass wir Tränke herstellen können bei den Chaganumbi. Wenn mich nicht alles täuscht, dann gib uns doch Gold. Für 500 Goldstücke bringe ich es dir bei. Was? Du ruinierst mich. Das ist der normale Kurs. Na schön, aber dafür erwarte ich auch, dass ich es hinterher richtig kann. Garantiert. Also pass auf. Du benötigst zuerst eine Puppe. Zähne zum Sprechen, Augen zum Sehen, einen Jadestein für die Seele. Einen Jadestein? Interessant. Und einen Teil desjenigen, den du kontrollieren willst. Das kann ein Haar sein. Du musst nicht gleich den ganzen Arm nehmen. Ah, ich verstehe. Und das war's jetzt schon? Okay. Zeig mir deine Sachen. Gucken wir doch mal, was hat der Gute denn dabei? Ein Schädelamulett, ja. Totenkult, schwarze Magie.
Was ich aber sehr interessant finde, indem ich hier mich mal umgucke, finde ich ja, die ganze Story ist ja richtig toll gelungen. Ne? Die erklären auch wirklich alles hier, was sich jetzt in der Zeit zwischen Risen 1 und Risen 2 verändert hat. Au, oh, Rezept für Schafblick, aha. Eine Säuredrüse. Schafblick und Pulvermohn. So, so, okay. Schafblick ist, meine ich, nämlich eins der tollen Rezepte. Bauplan fürs Zepter der Angst. Mhm. Schade, und wir haben einfach zu wenig Gold. Ich glaub's nicht. Ich würde sehr gerne das Rezept für einen Schafblick holen, aber natürlich auch gerne den Bauplan für das Zepter der Angst. Was machen wir denn jetzt? Wir nehmen den Schafblick mit, ja. Und das Gold, das schwindet und schwindet. Ja, an dem Voodoo-Altar müssen wir nicht, aber wir wissen schon mal, wo einer ist. Patty, lass mich mal bitte durch. Wunderbar. Ja, wie gesagt, ich finde die Story super klasse gemacht und die Story nimmt gerade richtig an Fahrt auf. Bloß müssen wir jetzt mal irgendwie hier herausfinden, was wir jetzt mit der Perücke und so machen. Ich verstehe das gar nicht. Spielstand wurde erstellt. Mal gucken, ob wir hier hinten nochmal... Hey du, lass meine Arbeiter in Ruhe. Wer schleppt die Kisten, wenn sie sich zur Armee melden? Ups. Bleib ruhig, du hast doch noch einen. Na toll. Jetzt geben hier schon die Piraten den Ton an. Fehlt nur noch, dass noch mehr von euch kommen. Na na. Das hat sich gelohnt. Immerhin, schönen Moment. Was weißt du über andere Piraten? Garcia, der Captain, war bis vor kurzem in der Stadt. Maurigato hat ihn in den Hohen Rat gebracht. Und? Nichts und. Aus solchen Dingen halte ich mich raus. Der Hohe Rat kümmert sich um die Politik, ich kümmere mich um die Kisten. Was sind das für Kisten? Waren aus Takarigua. Vor allem Zucker. Alles wird genauestens geprüft und abgerechnet. Und es ist das erste Mal, dass hier die richtige Anzahl Kisten ankommt. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben, aber es stimmt. Weißt du was? Darauf gebe ich einen aus. Nicht schlecht. Wer sitzt alles im Hohen Rat? Der Rat besteht aus 5 Leuten. Der gelehrte Custodio hat den Vorsitz. Maurigato hat den Sitz der Händler. Puko spricht für die Bauern. Und dann sind da noch Godin, der Handwerker, und Kommandant Corrientes. Und der Hohe Rat trifft alle Entscheidungen? So ist es. Aber ich weiß nicht viel darüber. Und was ich sehr gut finde, was ich jetzt mal erwähnen muss, er hat jetzt einen ausgegeben, weil wohl die richtige Anzahl der Kisten angekommen sind. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wo wir in Takarigua waren. Da war nämlich der Lagermeister so ein kleines Problem, oder er hatte ein kleines Problem mit dem Zählen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Da müsste ich selbst jetzt mal nachschauen in den Let's Plays, was wir dem geantwortet haben, wo er stehen geblieben ist beim Zählen. Aber das hat anscheinend gestimmt. Halt! Kein Zutritt! Mein Herr Azzurro will nicht gestört werden. Also kommen wir hier definitiv nicht rein. Gut, dann müssen wir doch mal dann in der nächsten Folge, Freunde, herausfinden, wie wir jetzt weitermachen. Wir müssen auf jeden Fall dort rein und nochmal mit dem Kollegen reden. Denn irgendwie müssen wir zum Hohen Rat, habe ich das Gefühl. Also bis dann.